dass du heilig bist. Danke, Vater, dass du König bist. Vater, auch danke. Danke, Vater, dass du unsere Herzen auftust für dich, Herr. Dass wir dich noch so viel mehr und noch so viel tiefer dürfen erkennen, Herr. Danke, Vater, wirklich auch für den offenen Himmel, der über uns ist, Herr. Danke, Vater, dass dein Heiliger Geist unserem Geist Zeugnis gibt von dir selber. Vater, dass wir wirklich auch dich sehen können, dich über allem sehen können. Vater, danke, dass wir auch deine Liebe über allem sehen können, wo du, ja, wo wir heute auch feiern. Deine Liebe, die sich wirklich auch manifestiert hat, wo Person geworden ist, Jesus. Dass wir das heute sehen können, dass wir staunen darüber, dass wir aber auch feiern können, Herr. Weil deine Liebe eine Liebe ist, die freisetzt, die frei macht, die aufrichtet, die wirklich auch wieder den Weg ebnet. Danke, Vater, dass du das Licht bist. Danke, Vater, dass du wirklich auch der bist, der uns die Hand entgegenstreckt, Herr. Auch gerade jetzt, wo uns die Hand entgegenstreckt, Herr. Danke, danke, Vater. Wir wollen wirklich euch in dieser, ja, Vater, wirklich auch sagen, wir lieben dich. Wir lieben dich und einfach auch die Hände auch dir entgegenstrecken. Danke, du mächtiger König. Dir gebührt auch ihr. Amen. Amen. Ich darf euch jetzt noch ein paar kurze Gedanken noch geben zum Thema Auferstehung, Aufstehen, Stang auf. Das haben wir ja heute schon mal gehört, wir haben es auch schon gesehen. Auferstehung, Aufstehen, Stang auf. Und mit dem Schönsten wollen wir gerade anfangen, mit der Auferstehung. Das ist das, was wir heute feiern. Jesus ist auferstanden. Er war nicht der, der im Grab innen ist geblieben. Er war nicht der, wo wir am Karfreitag sagen müssen, jetzt ist alles vorbei. Jetzt ist es wirklich vorbei für die dazumaligen jünger Personen. Das war eine Tragödie, weil sie die ganze Hoffnung in sie gesteckt. Aber Gott hat einen anderen Plan gehabt. Gott hat einen Plan gehabt, dass Jesus aufersteht. Gott hat einen Plan gehabt, dass Jesus lebt. Gott hat einen Plan gehabt, dass Jesus wirklich lebt für dich und für mich. Er hat alles gedreht. Er hat absolut alles gedreht. Samira, kannst du? Und nicht nur Jesus lebt, sondern auch wir. Er hat auch unser Leben, all das, was wir gelebt haben, all auch Sachen, die uns auch stressen, Sachen, die uns entgegenbringen, auch von Grund auf, unser Egoismus oder unser Stolz hat er schon gedreht. All das, was uns rebellieren lässt, hat Jesus schon ans Kreuz gedreht. Er hat alles, was uns trennt von ihm, hat er dort ans Kreuz getan, damit wir leben können. Und im Galater 5,1, dort heisst es, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Zur Freiheit. Nicht, dass wir irgendwo gebunden sind oder am Boden unter müssen kriechen. Oder auch im Mittelalter war das noch so, dass sich die Menschen auf den Knien mussten die Kirche darauf gehen, dass sie sich von ihrer Sünde befreien oder auch Sünden von anderen können zu tragen. Das hat Jesus alles schon getragen. Jesus hat das alles schon getragen, weil er uns berufen hat für die Freiheit. Er hat berufen, er hat dich berufen dazu. Er will, dass du frei bist. Frei für ihn. Frei, dass du weißt, dass du geliebt bist. Frei, dass du nicht irgendwie, wenn dich jemand beleidigt, dass du genau gleich musst zurückgeben. So wie es im Alten Testament heisst, Auge im Auge, Zahn um Zahn. Sondern, dass du ihm kannst vergeben und kannst sagen, Jesus liebt dich so, wie er mich liebt.
Das ist die Freiheit. Das ist auch nicht die Freiheit, die heisst, okay, jetzt kann ich tun und lassen, was ich will. Jetzt ist alles gut. Ich kann mit 200 durch die Strasse durchfahren, ich kann Alkohol trinken, ich kann tonnenweise Schokolade essen, ich kann 6 Stunden Fernsehen schauen im Tag. Ich kann einfach tun, was ich will. Gerade so, wie es mir gerade drum ist und Lust hat. Es ist nicht die Freiheit. Das ist eine Freiheit, die in der Umgebung unserer Welt proklamiert wird oder ausgerufen wird, aber das ist nicht die wirkliche Freiheit. Weil du merkst es, wenn du mit diesen Leuten redest oder auch wenn du schaust, sie sehen sich nach noch mehr frei. Wir wollen einfach tun können, was wir wollen. Die absolute Freiheit. Aber die absolute Freiheit, die ist mit Jesus zu leben. Die ist das Vaterherz Gottes zu spüren. Die wirkliche Freiheit, das ist die Liebe, die Gott für dich hat, die können anzunehmen und können Ja sagen zu dir selber. Das ist die Freiheit, Ja sagen zu dir. Ich weiss nicht, wie es euch manchmal geht, aber ich habe nicht immer Freude an meinem Verhalten. Aber gleich auch zu sagen, danke Jesus, du hast mich trotzdem gern. Egal, wie das ich mich jetzt verhalten habe, du hast mich gern. Christus hat uns zur Freiheit berufen. Er hat uns befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Das ist das, was er will. Nicht nachher dann sagen, ja, aber jetzt darf ich den nicht mehr. Oder jetzt muss ich den, jeden Sonntagmorgen muss ich den hier stehen. Jeden Sonntag, sonst hat mich Jesus nicht mehr gern. Auch das, da lege ich mir wieder einen Knecht, da lege ich mir wieder etwas auferlegen, das gar nicht mir gehört. Das ist das, was wir auch am Freitag vom Pastor Thomas auch gehört haben. Wir sollen nicht ein anderes Kreuz nehmen, das Jesus nicht genommen hat. Wir sollen das Kreuz auf uns nehmen, das er für uns bestimmt hat. Und das ist nicht ein Kreuz, das uns achendrückt, das uns kaputt macht, sondern Jesus sagt ja selber, mein Joch ist sanft. Es ist sanft. Das, was Gott in dich hineingelegt hat, für das, was er dich berufen hat, das ist schon parat in dir. Das ist parat in dir. Und da geht es nur darum, dass das rauskommt, dass das vorkommt. Dass das, was Gott bereits in dich hineingelegt hat. Und einmal mutig herzustehen und zu sagen, jawohl, Jesus, wenn du das von mir willst, dann mache ich das. Von der Auferstehung kommen wir nachher ins Aufstehen. Und was vor dem Aufstehen ist, das habt ihr heute Morgen auch schon gemacht, oder auch jetzt auch schon wieder ein paar Mal. Vor dem Aufstehen kommt ein Sitzen oder ein Liegen. Weil sonst kann ich nicht aufstehen, da stehe ich ja schon. Und es gibt dort ein Sitzen oder ein Liegen, wo ich mich selber dazu entscheide. Alle Abend, wenn ich ablege, dann bin ich müde. Ich habe viel gemacht durch den Tag oder ich habe viel erlebt, was mich erfüllt hat. Dann lege ich ab und denke, jawohl, jetzt will ich mich ein bisschen ausruhen. Oder jetzt, wo es Frühling wird, mal im Wald, auf der Wiese, einfach in den Boden rauslegen, in den Himmel schauen, in die Bäume schauen, zu hören, wie die Vögel tun. Einfach aufzuschnaufen. Das hat viel mit Erholung zu tun, so ein Ablegen aus eigenem Willen. Einfach können sagen, so, jetzt bin ich müde, jetzt liege ich ab und jetzt will ich das frische Gras schmecken. Ich bin am Donnerstag bin ich unterwegs gewesen, da habe ich am Waldrand angehalten und bin ich ausgestiegen und da habe ich die Vögel gehört. Dann dachte ich, ich kann jetzt nicht gerade wieder rein und gerade wieder fortfahren, sondern jetzt muss ich einfach mal hören. Einfach mal hören, was da für eine Pracht entgegenkommt. Der Frühling, wo auch die Vögel spüren. Einfach mal können zu hören und das können aufzunehmen. Das tut so gut. Und am liebsten wäre ich noch am Boden rausgelegen, aber es war nass, da habe ich es nicht gemacht. Da bin ich vielleicht gestanden, ich bin dort gestanden, aber einfach so einen kurzen Moment, einfach so zu hören. Jawohl, das ist etwas, das tut gut. Und so soll das eigentlich auch sein, das können. Am Abend ins Bett gehen, sich können zu erholen und am Morgen, nicht so wie da der sogenannte Pastor, der hier gelegen ist, da,
Nicht so am Morgen denken, oh nein, was kommt jetzt heute? Sondern einfach zu sagen, jawohl, Jesus, du hast diesen Tag parat gemacht und darum möchte ich mich freuen auf diesen Tag. Es gibt aber auch ein anderes Liegen. Das haben wir gestern auch gemerkt, gell Sam? Wenn man umgekehrt ist, dann liege ich auch. Das ist meistens nicht so ein erholtes Liegen, nicht so ein angenehmes Liegen, sondern das tut manchmal weh. Wenn jemand kommt und mir das Bein stellt und ich am Boden unterliege, oder jetzt die Gwio hier eben durch Eigenverschulden am Boden rausgehe, wir hatten gestern eine Situation, darf ich sagen, Sam? Nein, also dann sage ich es nicht. Nein, Sam hat gesagt, nein, dann sage ich es nicht. Durch Eigenverschulden, Sachen, wenn ich ein bisschen gewagt umeinander fahre zum Beispiel, oder auch, wenn ich zu schnell über eine Kreuzung rein will und ein Auto nebenzu gerade sackfest muss bremsen und es fast einen Unfall gibt, durch Eigenverschulden, dass ich nachher dann umgehe. Oder wie auch dort im Sprüch 16, 18, was heisst, ich muss es hier lesen, wer zugrunde gehen soll, der wird davor zuvor stolz und Hochmut kommt vor dem Fall. Auch Sachen, die wir viel jetzt auch gerade hören in den Medien. Menschen, die Geld hinterdurch tun, Waffen hinterdurch schleusen und in den eigenen Sack hineinstecken. Sachen, die man eigentlich selber auch merkt, das ist nicht sauber. Bis zu dem Moment, wo es rauskommt, wo man merkt, jawohl, jetzt bin ich gefallen. Oder auch Menschen, die in der Bank einfach auch hoch oben drinnen sind, noch gewisse Geschäfte machen und schlussendlich in der U-Haft landen oder was auch immer. Oder auch ich selber. Eben wenn ich irgendetwas wage oder halt selber denke, ja nein, ich muss jetzt heute nicht ehrlich sein, das Geld, das behalte jetzt für mich, auch wenn es nicht mir gehört. Eine Situation zum Beispiel, wo ich eine Rechnung bekommen habe von der Werkstatt, Autowerkstatt, und die haben mir die Arbeitsstunden nicht drauf da. Ja, sie sind ja selber schuld. Da kann ich sie ja nehmen. Also das ist ja ihre Sache. Oder? Aber gleich wie im Herzen noch zu merken, nein, das wäre jetzt nicht sauber, das wäre unehrlich. Das wäre jetzt wirklich unehrlich, wenn ich jetzt wirklich auch dort würde sagen, ja, du bist selber schuld, komm, dann behalte ich die 300 Franken für mich. Das ist, ja, du kannst ja selber aufpassen, oder? Aber gleich wie auch dort im Herzen zu merken, nein, das ist nicht, das wäre eigentlich genau ungerecht. Auch gegenüber ihm, weil er hat die Arbeit genau gleich auch gemacht. Und als ich nachher dann angerufen habe, hat er mir gesagt, ah, das ist jetzt ein Kennenlieb von dir. Weißt du was? Ich schenke dir es. Also es war für mich etwas Wunderbares, aber einfach auch wieder so, Handy, okay, sei ehrlich. Sei ehrlich, einfach auch, wenn du Sachen siehst, sei einfach ehrlich. Und hab nicht Angst, dass du irgendwie übervorteilt wirst, wenn du ehrlich bist, sondern Gott schaut zu dir. Ein anderes Verschulden durch Fremdverschulden. Ich habe das vorhin schon kurz gesagt. Wir hatten das gestern noch kurz bei uns am Familientisch durch Fremdverschulden. Fußball, man ist vorne, kurz vor dem Goal. Am Gegner passt es nicht. Bang! Stell dir jetzt das Bein, der Cash. Das ist jetzt ein alltägliches Sport. Aber es passiert auch im Alltag. Einfach auch, dass ich, wenn mir jemand das Leid werfen will, ich gebe mir Mühe. Ich habe eine Person, wo ich herausgefordert bin und ich entscheide mich, ihn gern zu haben. Und das Nächste, was er mir macht, dann gibt mir eins ans Bein, stellt mich schlecht her vor anderen oder was auch immer. Da kann ich auch fallen, weil das tut mir weh. Ich gebe mir Mühe, will gut auskommen mit ihm, will einfach auch gut reden über ihn. Und was macht der andere? Bang! Das sind Momente, wo mir nachher wehtun im Herzen und wo es nachher auch, ja, wo ich einfach auch merke, so kann ich auch fallen im Alltag. Oder auch man sagt manchmal auch, dass die Personen, die ihm am nächsten sind, die tun ihm manchmal am meisten weh.
Ehepartner zum Beispiel oder sonst einfach auch Freunde, wo der Mühe ist und nachher macht es bang, ungewollt oder auch der Find durchsehen und dann wird er dich wieder so weit bringen, dass du wieder umgehst, dass du dich manchmal auch anklagst. Warum habe ich jetzt wieder oder hat jetzt gescheiter nichts gesagt oder was auch immer? Und dann bin ich schon in der Kette. Im Jesaja heisst es dort, Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Also, dass wir umkehren, das ist nicht etwas Schlechtes an sich. Weil das ist menschlich. Umkehren an sich, das ist menschlich. Das hat jeder von uns schon erlebt, das habe ich erlebt, das habt ihr schon erlebt und das werden wir immer wieder auch erleben. Aber so wie wir es vorher am Anfang auch gehört haben, Ruhm, etwas Königliches ist es dann, wenn ich wieder aufstehe. Wenn ich einmal mehr aufstehe, als dass ich umgekehrt bin. Wenn ich mich nicht anziehe und sage, nein, ist gar nicht wahr. Dass du mir kannst sagen, ich sage jetzt dich blöd, das ist mir relativ gleich. Manchmal spricht es mich. Wenn mich einer verletzt, spricht mich das manchmal enorm. Aber wie auch zu sagen, wieder vor Augen zu haben und zu sagen, was sagt Gott über mir? Was sagt Gott, nicht der andere Mensch, der mich jetzt gerade verletzt hat. Was sagt Gott über mir? Was spricht er über mir aus? Und das wieder nehmen. Das ist das Aufstehen. Das ist das Aufstehen. Oder wenn ich geglaubt habe an irgendetwas und es ist noch nicht eingetroffen. Wieder aufstehen. Das ist das Nächste. Das Aufstehen heisst, ich mache mich auf. Ich bleibe nicht liegen. Heute das Beispiel vorhin, der Pastor da nebenzu, da. Da hätte ich liegen bleiben und sagen, nein. Also ist mir jetzt heute so etwas von gleich? Manchmal geht es einem ja so, oder, wenn man am Morgen aufsteht. Einfach zu sagen, ich weiss, was mein Auftrag ist, aber in meinem Gefühl sage ich das alle, nein, jetzt habe ich keine Lust. Jetzt mag ich nicht. Jetzt hätte ich am liebsten noch ein bisschen bleiben. Und gleich auch zu wissen, nein, jetzt mache ich mich auf. Aber warum? Warum mache ich mich auf? Weil die Leute in der Gemeinde, das sind Geliebte von Gott. Das sind Leute, die Jesus ganz fest gern hat. Und wenn Jesus selber auch sagt, dass er dort, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind, dass er gegenwärtig ist, warum soll ich im Bett liegen bleiben und einfach sagen, nein, das will ich nicht? Dann sage ich so weiter wie, ja Gott, ich will mit dir heute nicht zusammen sein. Ich will selber gehen. Ich mache mich auf. Ich sehe das Gute, das Wertvolle, das vor mir ist. Manchmal am Morgen, wenn ich erwache, dann geht es mir manchmal so, dass ich zuerst schon mal so ein bisschen überlege, okay, was kommt heute alles auf mich zu? Schaffe ich es nicht. Was für Aufgaben muss ich alles? Ich muss dem schauen, dass er die Bütze gemacht hat. Da muss ich schauen, da muss ich kontrollieren. Okay. Aber warum lohnt es sich zum Aufstehen? Warum lohnt es sich wirklich am Morgen zum Aufstehen? Nicht um irgendwie Arbeiten abzurackern, sondern weil Gott etwas ganz Besonderes parat hat für diesen Tag für dich. Er hat den Tag parat. Er hat den Tag schon vorbereitet für dich. Und er will, dass der Tag du mit ihm durchgehst. Dass du kannst erfahren, wie gnädig das er ist. Dass du kannst erfahren, wie gut das er ist. Dass du kannst erfahren, wie er dich schützt, wie er dich bewahrt unterwegs. Er will dir zeigen, wie er dir auch Menschen an die Seite stellt. Liebe Menschen an die Seite, die dir helfen durch den Tag, durch, die dich ermutigen. Aber auch, dass das, was du in dir drin hast von ihm, dass du das ihnen kannst weitergeben kannst. Weil er hat dich gesetzt, dass du ein Segen bist für die Menschen um dich herum. Er hat so etwas enorm Wichtiges und so etwas enorm Besonderes in dich hineingelegt. Du hast Gaben, die kein anderer hat. Und wenn du nicht aufstehst und nicht gehst, dann fehlt etwas. Dann fehlt anderen Menschen etwas. Du bist wichtig. Du bist wirklich wichtig und schon nur für das ist es wertvoll, mich am Morgen zu entscheiden, das Alte loszulassen.
einfach auch zu sagen, jawohl. Ich will nicht an das, der Paulus hat das einmal gesagt, ich strecke mich aus nach dem, was vor mir ist und lasse das, was hinter mir ist. Also das, was ist passiert, das war, das lassen wir sein. Wir schauen gegen vorne, wir schauen nicht gegen hinten. Wir wollen uns entscheiden dafür, dass wir vorne schauen. Wir wollen uns entscheiden dafür, nicht hinten zu schauen und zu sagen, das ist nicht gut gewesen, das hat nicht geklappt. Ah, hätte ich doch dieses und eins gemacht. Warum ist das jetzt so? Ich entscheide mich für das, was vor mir ist. Wir haben vorher das Lied gesungen von dieser ewigen Stadt. Das ist dort, wo wir schlussendlich hergehen. Und schlussendlich richten wir uns auf das auf, einfach auf die Gegenwart mit Gott. Einfach auf das, einfach auch zu wissen, dass es einen Tag wird geben, wo keine Tränen mehr sind. Ein Tag, wo es keine Zweifel mehr gibt. Ein Tag, wo keine Krankheit mehr rum ist. Und auf das strecken wir uns aus. Jeden Tag wieder neu. Und dass das auch hier mitten unter uns einfach auch kann sichtbar werden kann. Das, was Gott schon im Himmel parat hat. Aber was ist jetzt, wenn die Zeit kommt, wo ich keine Kraft mehr habe? Ich war immer dran. Es kommt die Zeit, wo ich irgendwann nicht mehr mache. Ich weiß nicht, ob ihr das schon einmal erlebt habt. Wir haben es gerade so letzten Herbst als Ehepaar haben wir das auch erlebt. Einfach so die Zeit, wo wir einfach merken, jetzt mögen wir nicht mehr. Jetzt sind wir müde, jetzt sind wir wirklich müde. Wir haben uns immer wieder aufgerafft, wir haben das Wort Gottes genommen, wir haben im Glauben innen gelebt und gleich auch im Alltag innen wieder da und dort Herausforderungen gehabt und gemerkt, jetzt mögen wir wirklich nicht mehr. Jetzt ist die Kraft, ist das, das ist wie wenn du bei einem Ballon die Luft rauslässt und irgendwann immer so, dann ist die Luft so raus, dann magst du wirklich nicht mehr. Was passiert denn? Was passiert, wenn du an so einen Moment kommst? Heisst es, ja, selber die Schuld. Hättest du anders geglaubt? Selber die Schuld, überhaupt. Komm, nimm, auf, hü und hot. Das ist nicht der Moment. Das ist nicht der Moment, wo es einfach wieder heisst, so, selber die Schuld. Weil das ist der Teufel, der das einreden will. Auch solche Momente, wenn du selber nicht mehr, wenn du merkst, es fordert mich so raus, dann kommt Galater 6,2 zum Zug. Und dort heisst es, einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Einer trage des anderen Last. Du bist nicht berufen dazu, alles selber zu tragen. Zuallererst hat Jesus schon alles getragen, aber nachher dann auch, wir sollen einander helfen. Und uns hat es so gut getan, auch gerade, als wir nachher im Leitungsteam auch ins Gebet sind, dass wir mal sagen können, wie es uns zu Mut ist. Das hat uns so auch gut getan, einfach auch zusammen mal können sagen und einfach auch zu wissen, wir sind nicht allein. Wir sind nicht allein da, wir sind nicht allein unterwegs mit all unseren Herausforderungen, sondern wir sind dazu da, einander zu helfen. Wir sind dazu da, einander die Hand zu strecken. Ja, einen Spruch gelesen hatte. Es ist, eine Liebe ist, wenn sich eine Person neben dir legt, dir sagt, wie traurig dass deine Umgebung aussieht, hier und dir sagt, komm, wir stehen zusammen wieder auf. Wir stehen zusammen wieder auf. Wir stehen zusammen auf. Du musst nicht allein aufstehen, wir stehen zusammen auf. Und für das sind wir hier auch zusammen. Wir sind wirklich auch eine Gemeinschaft, wo wir sein wollen. Christen sollen Geschwister sein. Wir sollen Geschwister sein, wo wir einander sagen, komm, ich helfe dir. Nicht einfach sagen, so komm, da hast du Bibelverse. Du weißt ja, wie es funktioniert, also mach's. Weil irgendwann kann es sein, dass ich es nicht mehr mag. Einfach nur die Bibelverse und wieder auf und hü und hot, sondern es braucht jemanden, der mich an den Hang nimmt und sagt, so komm, wir gehen zusammen. Ich lade dich nicht allein.
Auch wenn ich weiss, dass Jesus eh bei mir ist, wir brauchen einen Ang, wo wir einfach sagen, so komm, wir wollen zusammen unterwegs sein. Füreinander und miteinander. Und das ist auch das Beispiel, das Jesus gibt. Ihr seht es dort auf dem Bild. Jesus, der die Hand herstreckt, an dem Gelähmten. Jesus war nie der, der einfach auch gesagt hat, ja, also schau jetzt, du weißt ja, um was jetzt zu tun ist. Du hast jetzt meine Liebe bekommen und jetzt handle einfach danach. Tschüss, ich bin jetzt gegangen. Das hat Jesus nie gesagt. Jesus war gegen der Erste, der die ernst genommen hat. Und nachher der Tang hat hergestreckt. Und dem Gelähmten gesagt hat, Stang auf. Stang auf, bleib nicht in dem Alten, in dem du warst, sondern Stang auf. Und er tut voller Güte und Barmherzigkeit, streckt er seine Hand entgegen, so wie wir es dort sehen. Er streckt seine Hand entgegen und sagt, komm zu mir. Stang auf. Ich habe die Freiheit. Ich habe all das, was du suchst, habe ich. Und so fragt Jesus auch heute. Ein Blinder hat er gefragt, was willst du, dass ich dir tue? Und der Blinde hat ihm können sagen, ich will sehen. Der Mangel, den ich habe, das ist, ich will sehen. Ich will können sehen. Und Jesus streckt sich zu ihm und sagt, also, gesehen. Streckt seine Hand entgegen und sagt, also, ich habe dich geheilt. Und so streckt Jesus wirklich auch heute Hand dir entgegen. Und sagt, was willst du, dass ich dir tue? Wo hast du Herausforderungen? Was ist das, was dich anzieht? Was ist das, was du Mühe hast damit? Was ist es? Und Jesus sagt, Stang auf. Am Gelähmten hier hat er gesagt, Stang auf, deine Sünden sind dir vergeben. All das, was sich gegen dich erhebt hat, sei das durch Sachen, die du selber gemacht hast, oder auch Sachen, die andere dir angetan haben. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Jesus hat es gedreht am Kreuz. Alle Verletzungen, sexuell von den Heimen, von den Eltern, alle Unversöhntheit, die du hast erlebt hast, all die Sorge für auch das Finanzielle, das Versorgen, all die Sorgen, die ich mir mache, vielleicht habe ich das auch von den Heimen mitbekommen, weil sich auch meine Eltern so gesorgt haben. Sei es aber auch Mangel an Liebe, die ich als Kind habe mich gesehnt nach Liebe, aber ich habe das nie bekommen. Sachen, die ich mit mir herumtrage, sind so Sachen, die ich selber noch hadere mit mir. Jesus fragt dich. Jesus fragt mich, was willst du, dass ich dir tue? Es ist dreht. Es ist dreht am Kreuz. Und so lass es wirklich auch die Hang entgegennehmen. Lass es wirklich auch die Hang packen, wo Jesus jetzt zu dir streckt. Und sagt, komm, wir stehen zusammen auf. Wir stehen zusammen auf, wir lösen. Wir lösen das, was hinter uns ist. Wenn es noch etwas zu bereinigen gibt, machen wir das. Wenn wir jemandem etwas zu leid haben, dann gehen wir und gehen sagen, schau, es tut mir leid. Ich habe das gestern beim Auerlebt daheim, wo ich gehört habe, ich war zu oben schoben und unten nach habe ich gehört, wie so eine Unstimmigkeit war und uns gerannt hat. Und dann ist es nicht lang gegangen. Dann ist das Kind nachher zu der Christine gekommen und hat gesagt, schau, es tut mir leid. Es tut mir leid, was ich vorher daran gemacht habe. Und das ist so etwas Schönes. Mir hat das im Herzen berührt. Einfach ein Kind, das kann sagen, schau, es tut mir leid. Und auch sonst, wenn ich dort wirklich merke, wenn etwas ist, was nicht gut war, dass ich auch dort zu dieser Person gehen kann und kann sagen, schau, es tut mir leid. Ich habe das dort gemacht oder ich habe irgendetwas gehabt. Es tut mir leid, aber Jesus, er gibt mir die Hand und sagt, so, komm, wir stehen zusammen wieder auf. Wir gehen zusammen mutig und stark voran. Wir laufen zusammen in dem, was ich in dich hineingelegt habe. Wir laufen zusammen.
Und wir sind so zusammen unterwegs. Amen. Amen. Pastor Thomas wird jetzt auch noch einen Teil machen, auch noch von einem Gebet, wo wir auch noch hier noch zusammen vor Gott kommen können und auch noch zusammen sein können. Merci vielmals, Roland. Darf ich die Ordner so schnell bitten, dass sie da das verteilen dient? Jetzt muss man lassen. Es ist ja auf eine Art und Weise erstaunlich, dass Jesus, muss ja offensichtlich gewesen sein, dass der Lahme lahm ist, dass der Blinde blind ist. Und trotz allem fragt Jesus, was willst du, dass ich dir tue? Ich glaube, das ist auch immer wieder gut, dass wir das auch als Menschen, auch wir, können immer wieder festmachen für uns selber. Und die Botschaft der Auferstehung ist eine Botschaft, die aktuell ist, wo wir uns auch immer wieder die Auferstehungskraft in uns hinein dürfen berühren lassen. Vielleicht hast auch du Bereiche in deinem Leben. Der erste Bereich ist sicher, dass wir unser Leben Jesus hingeben, dass wir seine Hilfe, seine Erlösung in Anspruch nehmen. Das andere kann sein, dass wir in unserem Leben Bereiche haben, wo wir gelähmt sind, wo wir das Eingreifen von Gott brauchen, wo wir nicht wissen, wie. Auch das ist immer wieder etwas, was wir ihm darbringen können. Jesus weiß es, weil er ja Gott ist, weiß er es und kennt er es. Aber offensichtlich will er von uns, dass wir den Schritt auch auf ihn zumachen. Und so lassen wir uns doch einfach das gemeinsam als ein Bekenntnis miteinander beten. Und zwar nicht, dass du das musst, aber wenn du die Freiheit dazu hast, lass uns doch einfach durch das Bekenntnis durchgehen. Hier auf der Rückseite einfach ein paar Sachen, die du kannst ankreuzeln, wo du dir vielleicht auch einfach kannst ein paar Gedanken machen über die Osterzeit, wo du sagst, oh mal, das stimmt, das gibt wirklich Bereiche in meinem Leben, da möchte ich ganz frisch, ganz neu mit Jesus aufstehen und seine Hilfe für mich in Anspruch nehmen. Vielleicht hast du aber auch ein Zeugnis, irgendetwas, dann brauch das, mach etwas, fixier etwas mit Jesus, fixier es mit Gott. Und wenn du auch die Freiheit hast, das auch mit uns mitzuteilen, oder du brauchst Gebet für irgendeine Sache, willst du, dass wir mit dir Kontakt aufnehmen, dann füll doch das einfach aus und tu das in einem der Opferkörbe oder bring es am nächsten Sonntag oder was auch immer. Lass es uns zukommen lassen oder du hast im Briefkasten da vorne beim Anschlagbrett. Aber du kannst es auch einfach ganz einfach in deine Bibel hinein tun und deine Bereiche, wo du sagst, da möchte ich mit Jesus aufstehen, da drin bringen und da dafür glauben. So, lass uns doch das einfach bekennen. He? Gott im Himmel, lass uns das miteinander machen, das Bekenntnis, das ist unser Aufstehen ihm gegenüber, unser im Ausstrecken. Gott im Himmel, ich weiß, dass ich ein Sünder bin und ich brauche deine Hilfe. Ich glaube in meinem Herzen, dass Jesus Christus dein Sohn ist, dass er am Kreuz für meine Sünde gestorben ist und Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Jesus, ich öffne jetzt mein Herz und lade dich in mein Leben ein. Zeig dich mir. Übernimm die Kontrolle in meinem Leben. Halt mich vom Bösen fern und hilf mir, mein Leben für dich zu leben. Sei mein Herr und Erlöser. Hilf mir in meinen Bereichen vom Leben, wo ich gelähmt bin oder einfach nicht vorwärts komme, mit dir zusammen neu aufzustehen und erste Schritte zu machen. Amen. Nimm das mit und mach dir Gedanken darüber und fixier die Sachen mit Jesus. Jesus ist lebendig, er ist auferstanden und er möchte uns allen helfen. Preis dem Herrn. Und so, Vater, wir danken dir einfach, dass wir deinen Segen auch einfach am heutigen Morgen empfangen. Danke für deine Auferstehungskraft. Danke, dass du in die Bereiche von unserem Leben, wo wir gestürchelt,
sind und wo uns andere Situationen die Störchen gemacht haben, dass wir mit dir aufstehen können. Danke für deine Gnade, danke für deine Freude, die ganz neu und ganz frisch sich wieder in unserem Leben manifestieren darf. Danke für deine Kraft, die du uns gibst und für die Hoffnung, dass du ein Gott bist, der lebt. In Jesu mächtigem Namen. Amen. Amen.